Hallo und willkommen auf dem YouTube-Kanal Scientor, dem Kanal, wo du lernst, besser Schach zu spielen. Heute gibt es hier mal wieder eine Partieanalyse und zwar von der zweiten Runde der diesjährigen Mannschaftskämpfe. Ich habe heute wieder gespielt am ersten Brett hier gegen Rödermark und wir schauen uns mal an, wie diese Partie verlief. So, nachdem ich in der ersten Runde weiß hatte, hatte ich jetzt in dieser Runde schwarz und um eins schon mal vorwegzunehmen, vor dieser Runde hatte ich sehr gut geschlafen und auch sehr lang geschlafen und war somit fit am Brett. Und das war schon die halbe Miete, wie man so gerne sagt. Und wir schauen uns mal an, wie jetzt die Partie hier angefangen hat. Mein Gegner hatte Weiß, eröffnet hier mit C4 die englische Variante. Ich finde das meistens relativ langweilig, bis ich eine schöne Variante gefunden habe gegen Englisch. Und zwar, wenn man hier direkt mit B6 spielt. Zu der Variante habe ich auch schon ein Video gemacht, das auch sehr gut bei euch ankommt. Ich kann dir das... Hier mal einblenden, dann kannst du dir die ganzen Varianten zu dieser Eröffnung nochmal anschauen. Ist wirklich eine super interessante und gute Waffe gegen Englisch, kann ich dir nur ans Herz legen. Mein Gegner hat hier schon länger überlegt, er kam sowieso ein bisschen später zur Partie, er hatte glaube ich 10 Minuten Verspätung oder so und B6 war ihm jetzt auch nicht so ganz bekannt, hatte ich das Gefühl. Ich spiele jetzt weiter hier, äh, er spielt weiter mit Springer C3, ich mache Läufer B7. Und das ist immer Standard hier, wir spielen mit Läufer B7. Was man sich hier auch anschauen sollte, ist so ein Darm-Inder, denn darin kann es übergehen. Aber mein Gegner spielt jetzt hier mit E4, spielt kein D4, was in Damenindische Strukturen auch überleiten würde, sondern spielt hier weiter mit E4. Ich mache jetzt hier E6. E6 ist immer der Standardzug, den man hier macht. Und die Idee ist jetzt, dass man als nächstes den Läufer nach B4 rausbringt. Und das ganze schwarze Spiel spielt hier sehr häufig mit Druck auf den Bau auf E4. Und das sehen wir jetzt auch gleich. Mein Gegner spielt jetzt hier G3. Und auf G3 spielt man sofort. Mit F5 weiter. Genau. Wir nutzen hier, dass unser Läufer die lange Diagonale kontrolliert, hier den Turm durch den Bauer angreift und somit der Bauer nicht wiedernehmen kann. Und deshalb können wir hier sehr stark mit F5 spielen. Auf F5 spielt mein Gegner jetzt weiter mit D3. Einfach um seine Struktur hier weiter zu stärken, ist ein vernünftiger Zug. Ich spiele weiter mit Springer F6. Wen wundert's? Wir wollen immer weiter Druck auf E4 machen. Jetzt macht der Springer schon Druck, der Bauer und der Läufer. Mein Gegner macht Läufer G2. Das ist auch keine große Überraschung. Der Läufer wollte natürlich finanziert werden hier. Und macht hier auch noch Druck auf, äh, also stützt sein Zentrum. Und auf Läufer B4. Welchen Zug spiele ich? Natürlich Läufer B4. Ich hatte schon angesprochen, dass wir den Läufer nach B4 rausbringen wollen. Und hier fesselt er den Springer. Somit hängt jetzt wieder der Bau auf E4. Weiß muss ich wieder erklären. Was macht er hier gegen? Und mein Gegner entscheidet sich jetzt hier mit Läufer D2 weiterzuspielen. Läufer D2 ist hier eher selten der Zug, wird nicht ganz so häufig gespielt. Bisschen vernünftiger und logischer finde ich auch damit C2, was man auch ganz okay spielen kann hier. Aber mein Gegner entscheidet sich für Läufer D2 und auch hiernach hat Schwarz aber keine Probleme. Wir können einfach hochieren. Und nach kurzer Rochade spielt mein Gegner jetzt weiter mit Springer E2. Ist auch vernünftig, will hier einfach den Springer weiter stützen. Die Springer decken sich jetzt gegenseitig, weil ich auf C3 nehmen sollte, nimmt der Springer wieder. Deswegen ist der Zug ganz nützlich an der Stelle. Und hier habe ich selbst mal angefangen zu überlegen, bis waren mir die Züge eigentlich relativ klar. Und das ist der Standardplan von Schwarz. Und hier habe ich mir überlegt, okay, was mache ich mit meinem Springer auf B8? Was ist generell mein Plan in dieser Partie? Und ich habe mir gedacht, okay, bis jetzt habe ich immer mit Druck auf E4 gespielt. Wie kann der Springer denn auch noch Druck auf E4 machen? Und ich wusste, dass man hier an verschiedenen Stellen auch ganz gut mit D6 spielen kann. Ich denke, das funktioniert ja auch ganz gut. Und dann könnte der Springer über D7 nach C5 kommen, um hier weiter Druck auf die weiße Struktur zu machen. Das hat mir ganz gut gefallen, aber dann habe ich mir gedacht, warum spiele ich überhaupt D6, um den Springer dahin zu bringen? Wieso mache ich das nicht sofort? Und dann ist mir der Zug in den Sinn gekommen, den ich auch gespielt habe, und zwar ist das Springer A6. Ich wollte den Springer einfach über A6 nach C5 bringen, weil ich dachte, dass das sowieso das beste Feld für den Springer ist. Der Maschine gefällt der Zug zwar nicht so gut, aber ich denke, der ist absolut in Ordnung. Ein Gegner hat rochiert und ich habe mit Springer C5 gespielt. Und tatsächlich ist Springer C5 ein Fehler hier. Das ist kein guter Zug, laut, äh, laut dem Computer und auch der falsche Plan der Stellung. Und zwar kann Weiß hier sofort weiterspielen mit E5. Den Zug hatte ich überhaupt nicht erwartet, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass mein Gegner hier seinen weißfähigen Läufer tauschen will. Und hier könnte Weiß, äh, Schwarz auch weiterspielen mit Läuferstück G2, Königstück G2 und jetzt Springer H5 machen. Das Problem ist, dass jetzt der Springer hing. Und jetzt kommt sofort mit Tempo A3. Und ich kann den Läufer nicht zurückziehen, weil dann wird er gefangen. Und das heißt, ich muss ihn hier schon für den Springer abgeben. Und hiernach hat Weiß eine relativ angenehme Stellung. Hier das bessere Zentrum. Und ich denke, das gibt wir weiß den Vorteil, den der Computer hier sieht. Für mich ist das noch nicht so ganz klar. Und ja, okay, der Springer hängt hier auch. Aber so klar ist der Vorteil hier noch nicht, wie ich finde. Wir kommen mal zurück zur Partie. In der Partie hat mein Gegner hier nach Springer C5 mit Läufer G5 weitergespielt. Den hatte ich auch überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm. Ich hatte eher erwartet, dass er hier jetzt Dame C2 macht, um seine Struktur zu stützen. Aber Läufer G5 geht tatsächlich auch, weil dadurch der Springer gefesselt ist und ich somit keinen Druck mehr auf E4 habe. Und der Bauer auf D3 wird durch die weiße Dame verteidigt. Hiernach habe ich einfach erstmal H6 gespielt, den Läufer befragt, was er denn hier vorhat, was er genau machen will. Und ja, das einzig Logische ist, dass der Läufer jetzt auch auf F6 rausnimmt. Und nach Läufer versteckt F6, habe ich hier mit der Dame auf F6 genommen. Und hiernach beginnt das große Rechnen. Mein Gegner hat hier glaube ich auch 25 Minuten oder so in die Stellung reingesteckt. Denn das ist jetzt sehr komplex hier und es gibt hier sehr viele Möglichkeiten für Weiß. Was ich sehr lange gerechnet habe, ist hier der Zug Springer B5. Droht jetzt hier auf C7 zu nehmen. Und es ist nicht so einfach dagegen zu spielen. Denn wenn ich jetzt damit die 8 machen würde, dann kommt wirklich einfach A3 und nach Läufer A5, B4 und ich verliere eine Figur. Der Läufer kann da einfach nicht weg. Und es gibt hier eine Variante, mit der Schwarz Vorteil hat. Und zwar, und zwar kann Schwarz hier tatsächlich auf E4 nehmen. Und noch Bauer schlägt die 4. Bringt das nächste hier auf C7 zu nehmen. Denn danach geht tatsächlich einfach Turm AC8. Der Springer ist angegriffen. Wenn der zieht, dann. Kann ich hier einfach auf D3 nehmen. Und der Läufer kommt zurück und Schwarz hat einfach ein paar Bauern mehr und steht besser. Aber Weiß kann hier noch mit A3 weiter spielen, unseren Läufer angreifen. Und jetzt ist der richtige Zug tatsächlich Läufer nach E1. Das ist der beste Zug in der Stellung. Läufer E1. Das ist schon lustig, oder? Man stellt den Läufer hier zwischen die beiden Schwerfiguren. Und die Idee ist jetzt, dass wenn Weiß den Läufer rausnimmt, mit Dame steckt die 1 zum Beispiel, wir mit Tempo auf d trainieren können. Und hiernach steht Schwarz wohl besser, denn jetzt kommt Dame C3, Turm steckt C7. Und ja, hat Schwarz hier einen Bauern mehr? Ja, Schwarz hat einen Bauern mehr. Und der Springer steht hier natürlich super drin. Von daher absolut berechtigt, dass Schwarz hier Vorteil hat. Aber trotzdem sehr ästhetisch, dass man hier einmal mit Läufer E1 weiterspielen kann. Sowas sieht man auch nicht sehr häufig. Deswegen geht hier Springer schlägt C7 nicht. An der Stelle. Und mein Gegner hat hier auch noch nicht Springer, E5, äh, Springer B5 gespielt, sondern er hat hier weiter gespielt mit E5. Und das war der andere Zug, den ich mir angeschaut hatte. E5 funktioniert hier, da Schwarz den nicht nehmen kann, weil er dann einfach D4 folgt. Mit Doppelangriff und Figurenverlust für Schwarz. Das darf mir natürlich nicht passieren. Stattdessen habe ich hier weiter gespielt mit Dame D8, was auch der ist. Der richtige Zug ist, ich wollte ja auch erstmal C7 decken, einfach um die Drohung Springer B5 aus der Stellung zu nehmen und mir um sowas keine Gedanken machen mehr machen zu müssen. Ich hatte vorher überlegt, hier mit Dame F7 zu spielen, aber dann ist Springer B5 tatsächlich sehr stark und es ist hier nicht einfach mit Schwarz weiter zu spielen. So, okay, Dame D8. Mein Gegner spielt weiter mit, Läufer schlägt B7, Springer schlägt B7 und jetzt folgt Springer F4. Das ist ein schönes Feld für den Springer erstmal. Und ich denke, das war auch die Idee von meinem Gegner, dass er jetzt den Springer hier über H5 mit ins Spiel bekommen will. Und wenn ich hier den Springer angreifen sollte, vielleicht den Springer mal nach F6 bekommt. Und man denkt erstmal, okay, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Aber tatsächlich habe ich den Gegner hier noch dazu provoziert und habe hier mit G5 weitergespielt. Greife hier mit G5 einfach den Springer an und provozieren ihn sogar hier reinzuziehen. Aber jetzt hat sich mein Gegner irgendwie so ganz nicht mehr getraut und hat hier mit Springer... G2 weitergespielt. Was für mich auch überraschend kam, denn auf G2 macht der Springer nicht besonders viel und wird hier von meinem Bauer kontrolliert. Und jetzt kann ich hier langsam mein Spiel aufziehen. Das Ding ist, Schwarz hat hier einen ganz klaren Plan. Er will hier am Königsflügel angreifen, die Stellung öffnen und gegen den weißen König spielen. Wohingegen Weiß noch nicht so ganz weiß, was er hier machen soll, wahrscheinlich sollte er hier im Zentrum ein Gegenspiel suchen mit D4, D5 spielen oder hier am Darmflügel A3, B4. Das ist auch eine logische Idee. In der Partie spiele ich jetzt hier weiter mit Dame E8. Der Zug hat mir sehr gut gefallen, zumindest die Idee von dem Zug, die Dame hier nach G6 rüber zu bringen. Und das ist auch die richtige Idee. Das Problem ist, dass Weiß hier mit Springer B5 spielen kann und jetzt der Bau auf C7 hängt und es eigentlich keinen logischen Zug gibt, um diesen zu decken, außer Dame D8. Die Dame wieder zurückzuziehen. Und deswegen wäre es hier wahrscheinlich besser gewesen, bevor ich hier Dame E8 spiele, erstmal A6 einzuschieben, um eben Dame E8 vorzubereiten. Okay. In der Partie sehen wir wie gesagt Dame E8, Springer B5, Dame D8 und jetzt spielt mein Gegner weiter mit Dame H5. Er will jetzt ausnutzen, dass ich hier die Bauern vorgeschoben habe und dann natürlich mit auch meine Struktur geschwächt habe und er denkt, er kann jetzt hier gut angreifen. Das Problem ist, ich mache einfach ganz kühl König G7 und alles ist, alles ist gedeckt hier. Weil es kommt nicht wirklich rein. Er macht jetzt H4, will hier vielleicht mal die Stellung öffnen und ja, vielleicht will er das Ganze hier auch zuschieben, einfach dass ich hier kein Spiel bekomme später. Was auch Ideen sind, ist, dass hier mal springer Stick C7 geht oder so und er danach hier auf G5 nimmt. Deshalb habe ich, um mich gegen das Ganze hier zu wappnen, erstmal einfach mit Läufer E7 weitergespielt, was hier den Bau auf G5 überdeckt. Und hier noch hat Schwarz da erstmal keine Probleme mehr. Das ist schon sehr gut. Jetzt folgt hier Dame F3. Und Dame F3 war kein guter Zug. Und er hat mich auch sehr gefreut, dass mein Gegner den hier gespielt hat. Denn es greift hier zwar den Springer an, aber die Dame steht auf H5 einfach besser und aktiver. Und auf F3 steht sie eher den weißen Figuren auch im Weg. Vielleicht will er mal mit F3 spielen oder so. Und da F3 war einfach kein guter Zug. Jetzt konnte ich hier gut mit C6 weiterspielen. Noch besser wäre hier laut dem Computer Springer A5 gewesen. Sieht auch vernünftig aus. Aber ich habe hier C6 gespielt. Und das droht jetzt auch sofort, dass ich hier G4 mache. Und danach würde der Springer hängen. Mein Gegner hatte hier jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Er hatte hier, glaube ich, knapp unter 20 Minuten. Ich hatte noch relativ viel Zeit, bestimmt so 50 Minuten oder so, was auch daran lag, dass ich die Stellung gerade in der Öffnung sehr schnell spielen konnte, weil ich die Pläne einfach kannte und mein Gegner dort schon viel Zeit investiert hat. Und das ist natürlich zu meinem Vorteil hier, dass er schon so viel Zeit hier verbraucht hat. Und das merken wir jetzt auch in seinem nächsten Zug, denn das ist ein grober Fehler. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum er den gemacht hat. Und zwar nimmt mein Gegner hier auf G5 raus. Und der Zug hat mich natürlich sehr gefreut, denn nach Schläg G5, Bauer schlägt G5. Ist natürlich die Haarlinie hier komplett geöffnet. Und wer wird die Haarlinie wohl besser verwenden können? Weiß oder schwarz? Naja, die weißen Türme sind hier durch den König geplockt und kommen nicht rüber. Die schwarzen Türme können direkt rüberziehen. Auch die Dame ist gleich drüben. Und das macht es hier eben sehr gefährlich für Weiß. Und hier sollte Schwarz auch schon deutlich besser stehen, einfach weil die Haarlinie so schwach ist und das hätte er hier nicht machen dürfen. Es folgt jetzt hier Springer nach C3. Ja, er wollte hier erstmal aus der Drohung rausgehen. Es droht hier jetzt G4 im Moment. Falls Weiß einfach nichts macht, irgendwie den Turm in die Mitte bringt, kommt hier G4 und die Dame kann diese Festung nicht aufrechterhalten. Das heißt, er müsste irgendwie Dame E2 spielen und dann hängt der Springer. Deshalb muss er sich darum kümmern und spielt hier weiter mit Springer C3. Auf Springer C3 mache ich jetzt Dame E8. Den Zug wollte ich eh die ganze Zeit schon spielen. Das ist ganz lustig. Wir sehen jetzt, wie die Dame erst nach E8, dann wieder nach D8 und jetzt wieder nach E8 zieht. Und mein Gegner spielt jetzt hier Springer E1. Und den Zug habe ich nicht so ganz verstanden. Später sehen wir, die Idee war, die Dame nach G2 zu bringen. Aber ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Er sollte hier meiner Meinung nach früher versuchen, Gegenspiel zu suchen und vielleicht hier im Zentrum aufzuziehen. Stattdessen spiele ich jetzt hier einfach weiter mit G4. Mache hier erstmal die Stellung zu und sorge dafür, dass hier weiß nicht selber G4 spielt und will jetzt hier meine Figuren auf die H-Linie bringen. Noch besser wäre es wohl gewesen, hier sofort den Turm nach A8 zu ziehen, aber auch G4 hat mir sehr gut gefallen. Mein Gegner macht jetzt Dame G2 und auf Dame G2 kommt Turm A8. Der Plan war ja schon die ganze Zeit in der Luft und jetzt endlich kann ich den Turm auf die H-Linie bringen. Und wir sehen schon, Weiß hat hier große Probleme auf der H-Linie sich zu halten. Es folgt noch D4, Turm A3 und über Turm A3, da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich den gespielt habe, nachdem ich ihn gezogen habe. Ja, ich habe gesehen... Okay, G4 habe ich zwar gerne gespielt, um hier das Feld auf H3 für den Turm zu bekommen, das Problem ist, G4 hat auch das Feld auf F4 geschwächt. Und nach F4 können beide Springer sehr gut ziehen. Zum Beispiel der Springer über D3 nach F4 und dann wird mein Turm angegriffen, ich verliere ein Tempo und das kostet natürlich Zeit. Der Springer will sowieso nach F4, deswegen ist H3 nicht das richtige Feld. Die Idee war die richtige, ich hätte nur mit Turm H6 spielen sollen. Somit will ich hier trotzdem auf der H-Linie vertrippeln. Aber es kommt kein Springer nach F4 mit Tempo. Das ist der Vorteil. Okay, wir kommen zurück zur Partie. Ich habe mit Turm H3 gespielt und jetzt folgt hier Springer D3. Jetzt Läufer G5. Und Läufer G5 war wohl ein grober Fehler. Ich hätte hier sofort mit Druck einfach weiterspielen sollen und sofort meine Figuren auf die linie bringen. Ansonsten bin ich wohl zu langsam. Mit Läufer G5 wollte ich hier verhindern, dass der Springer F4 macht. Und mein Gegner hat mir das auch komplett abgekauft. Und hat einfach den nächsten Springer nach E2 gestellt. Und das ist wieder ein Fehler. Er hätte hier die Chance ergreifen können und mit F4 spielen können. Und nach F4 ist das Ganze hier nicht mehr ganz so klar. Denn ich kann nicht auch Passant nehmen, denn dann hängt der Turm. Und Weiß gewinnt auf einmal. Und wenn ich jetzt den Läufer irgendwie wegziehe, nach E7 zum Beispiel, rennt der König raus. Er geht nach F2, geht dann nach E1 und der König ist sicher. Auf einmal bringt mir die H-Linie gar nicht mehr so viel. Und dann kann Weiß hier vielleicht mal im Zentrum die Stellung öffnen und sein Spiel aufziehen. Also das hätte hier dem Spiel eine komplette Wendung, Wendung geben können und hier hätte Weiß vielleicht sogar besser gestanden. <laughs> mein Gegner verpasst hier diese Chance. Es ist auch häufig so, dass wenn man unter Zeitnot spielt, dass man keine drastischen Entscheidungen treffen will. Und gerade F4 hier ist hier schon eine relativ drastische Entscheidung, die Struktur zu schließen. Wobei es aber einfach relativ viel Sinn ergibt weil weiß braucht hier einen sicheren König und dafür muss die Struktur geschlossen sein. Er spielt hier mit Springer E2 weiter. Ich mache Dame nach a 8 Springer F4, Turm A6 und jetzt D5. Ich hatte fast schon mit D5 gerechnet, weil das die einzige aktive Möglichkeit ist für weiß hier im Zentrum die Stellung zu öffnen und bisschen mich hier unter Druck zu setzen, aber tatsächlich ist D5 der Einsteller und hiernach ist die Partie komplett verloren. Die letzte Chance für weiß es gewesen. Hier mit F3 weiter zu spielen. Und nach F3 wollte ich jetzt hier auf der H-Linie vertrippeln und mit Dame H7 spielen, zum Beispiel. Aber auch hier kriegt Weiß noch gutes Spiel. Er nimmt zum Beispiel F auf G4 raus, jetzt folgt Turma 8, Dame F3 und jetzt schlägt, äh, schlägt G4 ist der beste Zug für Schwarz. Und hiernach hat Weiß den schönen Zug Springer H5 Schach. Und den hatte ich übersehen. Das Problem ist, ich kann den Springer nicht schlagen, denn jetzt folgt Dame H7. Und auch König H6, Turm F6 Schach. Opfert noch eine weitere Qualität. Aber jetzt kommt Dame schlägt F6, Dame G6 und Dame schlägt H8. Weiß gewinnt den Turm zurück und hiernach steht Weiß auf einmal auf Gewinn. Denn mein König ist einfach zu schwach und auf einmal greift Weiß mich hier an. Das kann ich nicht zulassen. Deshalb muss hier nach Springer H5 Schach schwarz mit König G6 spielen. Das hätte ich auch erstmal finden müssen so. Das ist nicht so einfach. Und jetzt nach Dame E4 Schach, König schlägt H5, kommt hier Springer F4 Schach, Läufer schlägt der 4 und Dame schlägt der 4. Und jetzt haben wir eine komplett verrückte Stellung hier auf dem Brett. Mein König steht hier ganz vorne auf H5. Und trotzdem sollte Schwarz jetzt hier Vorteil haben, weil ich im Moment noch eine Figur mehr habe. Aber es ist nicht einfach, das zu spielen und die Varianten gehen hier noch sehr tief weiter. Also ich kann dir, falls dir diese Stellung Spaß bereitet, empfehlen die ganzen Varianten und die Partie nochmal in der Videobeschreibung anzuschauen, da hast du einen Link zur Partie und kannst dir die ganze Partie nochmal anschauen. Aber das werde ich hier jetzt nicht noch genauer behandeln, denn wir kommen lieber hier zurück zu dem, was wirklich passiert ist. Denn mein Gegner hat hier weiter gespielt mit d5 und nach d5 folgt hier einfach da mal 7, f3, Turm 8 und jetzt dringen die ganzen schwarzen Figuren hier ein. Er hat jetzt noch auf c6 genommen. Er kann sich hier eh nicht mehr verteidigen. Das Problem ist, es droht hier zum einen Turm h1 Schach, aber auch Turm h2, was die weiße Dame fangen würde. Die hat einfach kein Feld mehr. Jetzt kommt hier schlägt c6, Turm h2. Jetzt die weiße Dame gefangen. Und mein Gegner begeht jetzt hier einen weiteren Fehler. Ich denke, er hat jetzt einfach ein Motiv nicht gesehen. Er nimmt jetzt auf b7 raus. Und du siehst schon, die Enginebar geht jetzt ganz nach oben. Und ich würde dich bitten, hier noch mal das Video anzuhalten und die letzten paar Züge der Partie zu finden. Es ist hier nicht mehr besonders schwer. Du kannst hier eine konkrete Kombination finden, wonach die Partie sofort vorbei ist. Okay, ich hoffe, du hast deine Chance genutzt. Und zwar kann Schwarz hier tatsächlich sofort Matt setzen. Wir spielen mit Turmstück G2. Der König kann nicht wiedernehmen, denn dann folgt Dame H2. Schachmatt, sofort. Und mein Gegner spielt hier Springerstück G2. Und ich denke, meinen nächsten Zug hat er nicht gesehen, auf die Ferne. Denn hier folgt. Läufer E3 Schach. Ein schöner Finish der Partie hier, denn es kann keine Figur dazwischen ziehen. Zum Beispiel Springer F2 folgt hier Dame H1 Matt. Und der Springer kann nicht nehmen, weil er gefesselt ist. Das gleiche gilt für den Turm. Und wenn man sich fragt, kann Weiß den L Läufer nicht einfach rausnehmen mit dem Springer, dann folgt Dame H2 Matt. Denn jetzt kann der König nicht nach F2 weglaufen, weil der Springer auf G2 fehlt. Und das war die schöne Abschlusskombination hier nach Läufer E3, musste mein Gegner hier aufgeben und ich konnte hier glücklicherweise am ersten Brett gewinnen. Mein Gegner hat hier auch eine hohe Wertungszahl von über 2000 DBZ, was mich natürlich sehr gefreut hat, dass ich diese Partie gewinnen konnte. Ich hoffe dir hat diese Analyse gefallen, ich werde dich natürlich weiterhin mitnehmen, auch in den nächsten Partien, die ich in dieser Saison spielen werde. Darauf kannst du dich freuen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du die nächsten Videos nicht verpasst und dann sehen wir uns vielleicht schon im nächsten Video. Bis dann, dein Yannick. Ciao.